Herzlich willkommen zurück zum Zauberer und zum Prinzessin. Und wir gehen gleich in die Story rein. Das ist also passiert. Dann ist es wirklich eure Schuld, weil ihr auf Alicia nicht aufgepasst habt, eure Hoheit. Na, ich bin nicht ihr Kindermädchen. Wo soll ich wissen, dass sie so sensibel ist? Alicia ist nicht sensibel, sondern verhält sich absolut normal. Ich weiß ja nicht, wie das im Märchenland ist, aber bei uns kämpft man nicht jeden Tag gegen irgendwelche Monster. Dann hätten sie eben jemand aussuchen sollen, der damit fertig wird. Wie wäre es mit Fräulein Eisblock? Fräulein Eisblock würde beim Anblick eines Monsters sofort schmelzen. Also red Alicia nicht so klein. Sie ist mutiger als die meisten hier. Vielleicht sogar mutiger als du. Pah! Nur sie selbst hat das noch nicht erkannt. Du könntest unsere Prinzessin doch auf die Sprünge helfen, Noemi. Nein, kann ich nicht. Hört auf, mich so zu überschätzen. Dann eben nicht. Was ihr? Wenn es darum geht, ein paar Köpfe einzuschlagen, dann könnt ihr mich fragen. Aber nicht wegen so etwas. Nun, habt euch nicht so, eure Hoheit. Ihr habt uns die Suppe auch eingebrockt. Na, ist so gut. Aber das Einzige, was ich euch versprechen kann, ist ein kräftiger Tritt in den Hintern. Er ist sofort gewandt. Das ist nicht schön. Oh, ja, hallo, Alicia. Jetzt nicht, ich hab's eilig. Dann eben nicht. Ich hab Zeit. Hey, es hat keine Haare mehr. What? Was ist denn mit Hannah passiert? Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht, anscheinend sind ihr die Haare einfach so ausgefallen. Boah. Wie traurig, da muss sie ja wohl jemand verhext haben. Ja, und dieser jemand befindet sich auf dem besten Wege, eine richtige Hexe zu werden. Gratulation, Gratulation. Ich hätte nicht gedacht, dass du so rachsüchtig bist. Und? Fühlst du dich nun besser? Ja, Herr Moralpostel, sie hat es nun mal verdient, so wie sie mich die ganze Zeit behandelt hat. Ich finde das auch nicht gut. Hast du etwa Mitleid mit ihr? Sie hat dich genauso schlecht behandelt. Naja, schon. Aber es gibt Leute, die mich noch viel schlechter behandelt haben, die mich gegen die schrecklichsten Monster kämpfen lassen. Ach, eigentlich wollte ich gar nicht mehr mit ihr reden, ich bin wieder schwach geworden. Weil ich nun mal so eine Mordstyp bin. Wo bleibt der Tritt? Wenn du willst, kannst du ihn haben. Ich werde das selbst in die Hand nehmen. Das hätte ich schon längst tun sollen. Als ob ich mich mit der Nebenrolle begnüge. Mein männlicher Stolz hat lange genug gelitten. Ach, sowas hast du, sowas tust du, sowas möchtest du haben? Ja, natürlich. Gut. Kleinen Moment. Ja. Mal kurz zu den letzten paar Tagen. Ja, ich war krank. Wer es mitbekommen hat, hat meinen Kommentar auf meinem Kanal gesehen. Aber wahrscheinlich der größte Teil nicht, was verständlich ist, weil man nicht unbedingt auf den Kanal des jeweiligen schaut. Nicht unbedingt. Jedenfalls habe ich, ist mein Headset Schrott. Es ist immer noch Schrott. Das Headset, was ich gerade benutze, ist kaputt. Die rechte Ohrmuschel funktioniert nicht mehr. Aber das Mikrofon funktioniert noch und deshalb nehme ich noch ein einziges Mal mit diesem Headset auf. Morgen kommt ein neues, wenn ich der Lieferung Glauben schenken kann. Und ja, das heißt, ihr werdet euch auf eine neue Mikrofonqualität einstellen müssen. Ich selber auch. Aber wir werden damit umgehen müssen und ja, damit soll das jetzt erstmal vorbei sein. Wir spielen wieder Kerian! Wir spielen wieder Kerian! Ich mag Kunst Kerian und übrigens, ich habe nicht auf der faulen Haut gesessen. Ich habe mal in der letzten Aufnahmesession von einem Bild gesprochen, was ich gerade bearbeite. Es ist fertig geworden am Ende der Session, also das letzte Video, was ihr von der Session seht, werde ich das Video, Bild einblenden und dann könnt ihr es begutachten. Also, weniger tapfer als dreist. Beginnen wir damit.
Ich weiß nicht, wie lange ich heute machen kann. Ich bin noch nicht voll gesund. Ah. Interessiere mich nicht. Dieser erst recht nicht. Habe ich Post zu versenden? Ja, vielleicht ein neues Headset. Wenn das mal nicht Prinz Kerian ist. Du gehörst dir nicht her, Schneider. Gehst du freiwillig zurück oder muss ich dir nachhelfen? Seid doch nicht gleich so grob, Eure Hoheit. Ich bin aus rein geschäftlichen Gründen hier. Und was sind das für Geschäfte? Sehr ihr doch. Ich bitte den Menschen aus dieser Welt ein interessantes Spiel an. Mit anderen Worten, du versuchst sie auszunehmen. Aber nicht doch. Gib ihnen das Geld lieber zurück. Sonst bekommt dein Zylinder ein paar Beulen. Geht nicht. Ich habe noch gar keines angenommen. Die haben hier nur wertlose Münzen und buntes Papier. Dann kannst du ja wieder verschwinden. Vielleicht dann, wenn ihr mich bei diesem Spiel schlagt. Wenn's sein muss. Kein Problem. Es ist ganz einfach. Schießt auf die Ziele, sagt die Punkte ein und wenn ihr mehr habt als ich, dann habt ihr gewonnen. Das dürfte keine Schwierigkeit sein. Ich bin ein Naturtalent. Wow. Der Witz ist, ich sehe den Punktestand von dem anderen Typen nicht, weil dort meine Fraps-Anzeige ist. Aber ich dürfte auf jeden Fall mehr haben als er. Wort, noch 30 Sekunden, alter Schwede. Dann hämmer ich lediglich die Leertaste, das ist genauso effektiv. Bald ist Weihnachtszeit, werte Kinder und werte Zuschauer. Mit anderen Worten, packt die Geschenke ein, um eurer Familie etwas Gutes zu tun. Ich muss sagen, ich mag Weihnachten gar nicht. Nicht wegen der Familien, vielmehr wegen dem Aspekt der Kälte. Ja, aber dazu später mehr. Nicht schlecht, ihr habt gewonnen. Natürlich. Wer hätte das nicht erwarten können? Ich hoffe, du hältst dich an dein Wort. Gewiss, Eure Hoheit. Hier lässt sich sowieso kein Geld mehr machen. Nehmt diesen Gulden als Belohnung für eure Mühe. Ja, selbst natürlich. Selbstverständlich. Feurige Begegnung. Dann wollen wir mal. So. Beginnen wir. Diese Sequenz. Na herrlich. Hier fängt es auch schon an. Und bei dieser Hölle habe ich ein ganz dummes Gefühl. Besser, ich schaue mal nach. Eventuell hat sich doch Alicia versteckt und brütet wieder irgendeinen bösen Plan gegen mich aus. Schokolade. Sag nicht die Schokolade. Ja. Ich verstehe es nicht. Ja, du kannst mich nicht besiegen. Ich bin der geborene Teufel. Nee, ich mag Kälte nicht. Ich mag Winter nicht. Winter ist einer der größten Kackteile, die diese Welt zu bieten hat. An sich habe ich nichts so richtig Persönliches gegen den Winter. Mein Problem ist eher, ich habe Probleme mit meinen Händen. Die sind sehr trocken. Und ja, deshalb reißen sie schnell ein. Und ich hasse es. Es ist der größte Abfuck.
Ich will das überhaupt gar keinem zumuten. Na komm. Lol. Hallo? Entschuldigung, falsche Taste gedrückt. Hätte noch lange aus. Ja. Aha. So, natürlich.